Hallo Leute, damit auch willkommen zur neuen Folge von Hello Neighbor. Und ja, ihr seht mich auch schon gerade hier am Boden liegend in einer, ja, mysteriösen Uniform. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich an kaum etwas erinnern kann. Ich weiß nur noch, dass wir die Menschen aus dem Haus des Nachbarns retten wollten und ich dann durch eine mysteriöse Tür geschubst worden bin vom Vater des Nachbarn. Mir wurde schwarz vor Augen und auf einmal bin ich hier aufgewacht. Und ihr wisst ja, wir sind schon mal durch so eine Tür gegangen und waren dann in der Vergangenheit des Nachbarn. Und ich habe keine Ahnung, wo wir hier sind, aber... Oh mein Gott, das ist ein Geschützturm. Und ja, Leute, wenn ihr auf jeden Fall auch herausfinden wollt, wo wir hier jetzt gerade sind, dann schreibt schon mal in die Kommentare und gebt einen Daumen nach oben. Und würde ich sagen, dann, ja, sollten wir uns mal schnell auf die Suche begeben nach irgendwelchen, ja, Zeichen, die uns auf irgendwas, ja, vorbereiten könnten. Ich meine, hallo? Ist hier jemand? Das ist doch merkwürdig. Es regnet, es ist dunkel. Niemand an Bord? Hallo? Es müsste doch einen Weg geben. Eine Leiter, oder? Hallo, Sir. Hallo. Hallo. Was machen Sie da alleine auf dem Schiff? Ja, auch, Leute. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind in einen Sturm geraten und ich habe irgendeinen Stein an den Kopf geworfen bekommen. Ich kann mich an kaum noch etwas erinnern. Okay. Wo sind wir hier? Sie sind hier an C96 Luftwaffe. Das ist so heißt das Schiff hier. Luftwaffe? Ja. Ach so, wir sind im Krieg, oder? Ja. Okay, wie komme ich hier rüber? Gibt es hier irgendwie einen Weg? Das weiß ich jetzt nicht so genau. Aber hier müsste es eine Leiter geben. Oh, ich sehe sie. Okay, ich kann schwimmen. Moment, ich hab jahrelang geschwommen. Okay, 3, 2, 1. Das schaffen Sie. Oh, Leistungsschwimmer, sag ich nur. Oh, ist das krass. Wo sind wir denn hier genau? Was für ein Ozean. Oh mein Gott, ist das kalt. Wie bitte? Pazifik? Oh mein Gott, wir sind doch. Oh mein Gott. Pazifik? Das kann doch nicht sein. Warum bin ich hier? Ich bin doch durch eine. Wie kommt. Moment mal, haben Sie zufällig einen Menschen namens Franz hier an Bord gesehen? Franz? Ich glaube nicht. Okay. Egal, ich bin noch verwirrt von diesem Sturm. Wollen Sie eine Führung durch. Gerne, gerne. Genau, okay, dann folgen Sie mir mal. Also hier haben wir unsere tollen Kampfjets. Die sind ja uralt. Ja. Okay. Die sind schon etwas älter. Ja. Genau. Und hier kommen wir mal zum interessanten Teil. Was ist denn das hier? Halt! Weisen Sie sich aus! Hallo, ich bin Ascalta. Ich komme, Dienstnummer. Wie bitte? Dienstnummer. 14. Und weiter? 11. Okay. Wir dürfen. Gibt es hier irgendwelche Probleme? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Nein, wir haben hier einen. Nein, Sir. Das ist der verdammte Nachbarn. Wunderbar. Aber alles läuft wieder plan. Wir sollten England in 2 Tagen erreichen. England? Moment mal! Das war doch gerade der Vater des Nachbarn. Er hat mich. Nicht mal beachtet. Dabei wollte er mir doch die... Er wollte mich in Scheiben schneiden. Das... Hä? Moment, na, könnte es sein? Hä? Moment, was geht hier gerade ab? Hä? Tripwire Hooks? Wir sind anscheinend für die Flugzeuge zuständig. Entschuldigung. Ja? Wer war der Mann da gerade eben? Das ist unser Captain. Captain? Ja. Der Captain dieses Flugzeugträgers? Ja. Hat er zufällig einen Sohn? Das weiß ich nicht. Okay. Ich glaube eher nicht. Okay. Das ist ja interessant. Okay. Wir können gerne reinkommen. Okay, danke schön. Aber es gibt nur eine Sache. Sie dürfen nicht da nach unten. Nicht nach unten? Was ist denn da? Ja. Darf ich da mal hier dürfen Sie reingehen? Auch ohne die genügende Sicherheitsgenehmigung dürfen Sie hier was? Auch nicht durch. Okay. Warum gehen Sie runter? Nicht runter. Sie haben keine Erlaubnis. Was ist denn da? Leider wieder hoch. Bleiben Sie da raus. Okay. Was? Ohne ausreichende Sicherheitsinformationen können wir Sie hier nicht reinlassen. Aber ich habe doch die Dienstnummer 1411. Hallo? 1411 ist keine zulässige Dienstnummer. Wir werden das überprüfen. Soldat, Sie dürfen den Dienst haben, denn mit der Nummer 14 gerne ins... Ein Stockwerk tiefer die Räumlichkeiten zeigen. Er wird hier übernachten. Ja, Sir. Okay, kommen Sie mit. Entschuldigung.
Ich habe sie schon mal irgendwo gesehen, habe ich das Gefühl. Ich kenne sie nicht. Okay. 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 So, Sie können gerne mitkommen, Sir. Ja, ja, bitte. Bitte und führen Sie mich da. Keine Probleme. Ja, ich bin neu hier. Ich habe noch nie Probleme gemacht. Kommen Sie mit. Genau. Wo sind wir denn hier? Das wird ja Fitnessraum? Ja, genau, ein Fitnessraum. Gebetsraum? Hallo. Ja. Hallo. Hallo, Sir. Bücherei? Sie können sich gerne hier umschauen. Okay. Das ist ja interessant, so kommen wir. Oh. Ach, hier trainiert ihr also. Ja. Das ist ja interessant. Sehr gespannt bin. Commander on deck. Warum seid ihr alle hier? Das Essen für die Kantine muss vorbereitet Essen? Werden. Ich habe sehr viel Hunger. Ich sollte ihn doch führen. Boris, du kümmerst dich darum, dass einer der Soldaten das tut. Und Sie zeigen ihnen bitte die Quartiere. Quartiere? Okay. Das ist ja merkwürdig, ich meine. Hä? Wo bin ich? Und warum ist der Vater auf einmal so nett? Bin ich etwa... Ich muss von der Vergangenheit sein. Moment mal, könnte es etwa sein, dass wir uns gerade in einem sehr, sehr schwierigen Krieg gegen alle Länder dieser Welt befinden? Ja. Den wir verlieren werden? Nein, wir werden nicht verlieren. Okay. Wir werden niemals verlieren. Wir werden siegen. Wir müssen ja... Das ist ja Jahre her. Also wir sind anscheinend wieder in der Vergangenheit gelandet. Offen. Kommen Sie mit. Aber sind wir nur in seiner Erinnerung oder sind wir wirklich in der Vergangenheit? Hier sind unsere Kajüten. Oh, sogar mit einer Nähmaschine? Moment mal, was steht denn auf der Uhr? 1943? Das kann doch gar nicht sein! Das ist ja vor... Das war ja vor über 60 Jahren! Oh Gott. Vor über 60 Jahren? Vergessen Sie es. Ich rede manchmal mit mir selbst. Ich schreibe gerade ein Buch und dafür, denke ich mir Geschichten aus. Aber danke, dass Sie mich hier reingeführt haben. Bitte sehr. Ich bitte möchte gerne meine Ruhe haben. Ja, gerne. Okay. Ja, gerne. Okay. Falls Sie irgendwelche Fragen haben, Sie können sich an uns wenden. Ja, ja, danke. Kommen Sie mit in die Küche, meine Herren. Moment. Okay, ja, hab ich in diese Tür geschlagen. Durch eine Tür. Wenn ich mal überlege, er hat mich ja schon da mit der Nachbar. Er hat einfach Tiere zerfleischt und als er mich in diese Tür geschmissen hat, war ich auf einmal in seiner Vergangenheit. Nun hat mich sein Vater durch eine Tür geschmissen und ich bin schon wieder in einer Vergangenheit. Aber was hat es damit auf sich? Ich meine, die Vergangenheit des Nachbarn? Dort habe ich gesehen, wie seine ganze Familie sterben musste. Was werde ich in dieser Vergangenheit sehen? Kann ich vielleicht diesmal irgendwas verändern? Moment, ist der Nachbar überhaupt zu diesem Zeitpunkt schon geboren? Ich meine, er sah ja noch relativ jung aus, der Admiral, obwohl er, ja, hier eben der Chef ist. Irgendwas muss es hier doch geben, was ich machen kann. Egal, ich muss jetzt erstmal hier raus. Ich muss den Kapitän finden und das Geheimnis von ihm herausfinden. Aber na gut, dann schauen wir erstmal. Ich meine, die haben ja komischerweise keinen Verdacht gegen mich, auch wenn ich hier so eine merkwürdige Uniform habe. Ich weiß ja nicht mal, was das für eine ist. Ich meine, die hätten mich auch töten können. Ist auch die Frage, wer mir die überhaupt angezogen hat. Okay, was steht denn hier? Die Mondscheinsonate als meine Lieblingsstücke, aber nein, die wollen wir jetzt nicht spielen. Okay, eine Alarmglocke. Es ist also gerade Tag, der Regen ist vorbei. Was haben wir hier? Nichts, was darauf hindeutet, dass er irgendwie einen Sohn hat. Ein Fernseher? Okay, also dieselben Nachrichten wie schon heute. Wo könnte er sein? Hallo? Wo sind die denn überhaupt gerade alle? Die müssen ja gerade Essen machen. Vielleicht kann ich mich auf der... Ja, vielleicht kann ich mich da in der Zeit mal etwas umgucken. Oho. Hallo. Gut, dass ich Sie treffe. Könnte ich mal kurz in den Server reingucken? Nein, der Zutritt für fremde Personen, die nicht auf dem Dienst auf dem Schiff haben, dürfen hier nicht rein. Aber ich hatte einen sehr hohen Dienst auf meiner Flotte. Boris, niemand darf durch diese Tür. Sir... Besorgen Sie einen Soldaten und stellen Sie ihn hier vorab. Da sind alle unsere gewichtigen Geheiminformationen drauf. Ich bin doch Teil Ihres Teams. Sie sind aber Soldat Rang Nummer 14. Ja. Damit haben Sie keine Zutrittsberechtigung. Auf welcher Nummer kriege ich die? 200 aufwärts.
Mitglieder dieses Schiffes. Sie sind Mitglieder eines anderen Schiffes. Eines besseren Schiffes. Entschuldigung, Entschuldigung, Sir, das habe ich nicht gesagt. Entschuldigung. Gehen Sie. Ja. Ich muss da irgendwie rein. Irgendwas verbirgt er. Was? Irgendwas verbirgt er da doch. Das kann nur sein. Man kann leider nicht durchgucken. Was macht er da? Ich weiß nicht, wenn ich mich ein wenig ducke. Zentralkontrollraum. Okay. Wenn er mich hier erwischt, dann wird er mich töten. Ich meine, da komme ich später noch auf. Wahrscheinlich aus Bordgefängnis. Muss doch noch irgendwie einen anderen Weg geben. Ah, hallo. Boris. Okay. Hallo. Was ist denn hier? Wie machen Sie das? Eine Bücherei? Ja. Vielleicht kann ich auch hier irgendwas finden. Irgendein Buch. Wobei, das ist alles nur Kriegslektüre. Nichts, was ich gebrauchen könnte. Und nichts über den Admiral. Okay, ich muss auf jeden Fall in diesen Raum. Ich weiß nur nicht, wann die perfekte Zeit dafür wäre. Okay, so. Oh, da ist er schon wieder. La 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 la. Wo geht's denn noch? Was sind wir denn hier? Ein Telefon? Okay, ist ja auch was. Das ist ja interessant. Oh mein Gott, das ist ja furchtbar. Was tun Sie? Nichts, Entschuldigung, ich wollte nur gucken, ob ich, Sie haben Rest in Ihrer Zelle. Entschuldigung, ich wollte nur meinen Kameraden mitteilen, dass es mir gut geht. Haben Sie ein E-Mail-Programm? Sie haben Rest in der Zelle. Ich habe nichts getan. Los, was machen Sie hier? Ich wollte meinen... Ab in die Zelle, los. Gehen Sie. Ich habe nichts getan. Los, gehen Sie. Oh, Mann. Was ist in diesem Tresor drin? Geht Sie nichts an. Mann. Gehen Sie. Oh Mann. Na los. Ach, was? Was denn für eine Zelle? Die Tür. Gehen Sie. Wohin denn? Nach unten. Wo denn? Ach, hier? Jawohl. Eine Krankenstation? Nein. Atlantis? Gehen Sie da rein. Aber ich habe nichts getan. Sie haben Privatdaten. Und warum haben Sie eigentlich die Flagge von Mazedonien auf Ihrem Cape? Los. Oh. Links. In welche Zelle muss ich denn? Da rein. Ich habe nichts getan, ich bin einer von Ihnen. Die gehen jetzt sofort. Ich habe nichts getan! Na los, gehen Sie in Zelle 8. Zelle 8, wo ist sie denn? Sie stehen für 2 Stunden unter Rest. Zelle 8. Oh. Achten Ihre Befehle. Aber hören Sie, ich bin einer von Ihnen, ich kann Ihnen wichtige Informationen liefern. Nein, da Zelle 8 schließen. Verstanden. Naja, aber ich meine, immerhin habe ich ein Klo und ein Bett. Ein wunderschönes Bett, da würde ich mich gerne reinlegen. Oh. Wenigstens ist es bequem. Bequemer als da draußen bei diesen Tyrannen. Ich meine, was ist denn da los? Hat er vielleicht doch erkannt, wer ich bin? Und tut er nur so, als ob ich in seiner Vergangenheit bin? Oder kontrolliert er überhaupt meine Gedanken? Ich habe gar keine Ahnung. Ich meine, bei seinen Psycho-Gedanken, die er immer hat. Entschuldigung! Irgendjemand muss mich hier doch hören! Oh, wie komme ich denn hier raus? Ruhe da drinnen. Sie da. Ich kann Ihnen sagen, ich komme aus der Zukunft. Es hört sich vielleicht ein bisschen blöd an, aber in 2 Jahren wird der Krieg verloren sein. Und Sie werden als erstes kapitulieren. Sie Nein. und auch viele weitere werden, ja, Ihnen werden die Prozesse gemacht und dann werden Sie einfach erschossen. Ich würde mich jetzt befreien und dann kann ich Ihnen vielleicht auch das Leben retten. Vertrauen Sie mir. Gibt es hier irgendwelche Probleme? Nein. Nein. Nein, nein, nein. Was Soldaten, ist das Essen vorbereitet? Jawohl, was ist Sir. Mit mir? Ja, ich habe auch Hunger. Alle in den Kantinenraum, los. Ich bin einer von euch, ihr müsst mich doch durchfüttern. Ich glaube, ich komme nie wieder raus. Zelle 8, öffnen. Okay, perfekt. Geöffnet. Hallo, ich habe nichts getan, wirklich. Sie folgen mir jetzt. Okay. Und essen mit mir. Okay. Aua. Oh, das ist ja lecker. Brot. Ich hätte so lange kein Brot mehr. Beeilen Sie sich. Ich möchte lieber Fleisch. Okay. Moment mal. Wie sind Sie jetzt überhaupt hierher gekommen? Also, es ist eine sehr lange Geschichte. Ich war in... Ja, wie soll ich sagen, in einer Kajüte und
auf einmal kam ein sehr komischer Mann, der mich K.O. geschlagen hat und ich bin dann auf einem anderen Schiff aufgewacht. Ja, und so kam ich hierher. Haben Sie zu viel getrunken, Soldat? Nein. Aber ich glaube, wir wurden überfallen. Von unseren Gegnern. Inwiefern? Berichten Sie. Ich kann mich nur noch an ein Unwetter erinnern und auf einmal an ein, ja, großes Schiff, welches uns abgefeuert hat und auf einmal habe ich irgendwas gegen den Kopf bekommen und ich kann mich an nichts weiter erinnern. Dann sind Sie Soldat vom Schiff 42, richtig? Ja. Dann haben Sie eine andere Zutrittsgenehmigung. Okay. Ja, genau. Ich hatte es vergessen. Tut mir leid. Wenn wir aufgegessen haben, führt sie Boris zur Registrierung. Danke. Jawohl, Sir. Das heißt, ich muss nicht ins Gefängnis? Nein, Sie müssen nicht ins Gefängnis. Sie sind ein Held. Ja, ja. Danke, dass Sie es nochmal erwähnen. Hä? Hä? Boris, ich ziehe mich zurück in meinen Raum. Ein Held? Was habe ich denn getan? Ich meine, ich gebe ja nur eine Identität vor. Ja, ja. Okay. Vor allem, das werden Sie der letzte Überlebende. In zwei Tagen wird... Okay. Ja. Wir müssen wieder nach oben. Nach oben? Tut mir leid, ich kenne mich ja noch nicht aus. Nach rechts. Das ist Registrierung. Nach rechts. Hier rein? Hier. Rechte Tür. Oh, hallo. Hallo. Wikinger? Soldat, registrieren Sie ihn. Okay, Sie kriegen jetzt eine Registrierung. Er ist vom angegriffenen Schiff. Genau, Schiff 42, ich bin ein Held. Oh, schön Sie kennenzulernen. Ja, gleichfalls. So, jetzt kriegen Sie erstmal eine neue Registrierung. Vorne Ihnen ist hier ein Papierstapel. So, bitteschön, Sie haben die neue Registrierung. Dankeschön. Okay, vielen, vielen Dank. Bitte sehr. Gut, wo ist es? Was ist denn hier? Ein Lazarett? Wie ist unsere Krankenstation? Moment mal, das kommt mir doch bekannt vor. Könnte es sein, dass der Admiral medizinische Erfahrung hat oder gerne Menschen in Scheiben schneidet? Also medizinische Erfahrung, ja, er hat studiert. Und was Sie meinen mit Scheiben schneiden? Nein, er nicht. Es sei natürlich, Sie meinen die Franzosen oder Amerikaner. Okay. Soll ich diesen aufspritzen? Boris! Vielleicht hat er damals schon seine Experimente gemacht. Kannst du mir in der Kantine bitte noch einen Schinken in Scheiben schneiden lassen? Was? Jawohl, Sir. Oh mein Gott. Das ist dasselbe, was er mal gesagt hat. Was ist hier los? Warum geht das Licht aus? Licht ist aus. Warum? Was passiert? Was ist hier los? Alarm! Ja, Admiral. Ja. Die Serversysteme in unserem Luftträger sind abgestürzt. Das ist schlecht. Dann beauftragen Sie Boris und einige andere und... Nimm Sie den Helden mit. Ist das nur ein Stromausfall? Oder steckt da mehr dahinter? Vom Schiff 42. Ist das nur ein Stromausfall? Oder kommen Sie mit. Sie können uns vielleicht helfen. Was? So ein gleiches Problem. Was passiert denn hier? Schiff 42 auch schon. Was? Das Schiff wird doch jetzt nicht untergehen. Doch. Wir müssen aber die Server wieder aktivieren, damit das nicht passiert. Die Server? Okay, das manuell. Das ist meine Chance. Manuell? Wir haben einen Eindringling an Bord. Ein Eindringling? Oh mein Gott, ich hab Angst. Versuchst du wieder manuell einzeln hochzufahren? Moment, wenn hier jemand war, der die manuell runtergefahren hat, dann muss er doch hier irgendwo sein. Ich weiß nicht. Wo kann man die denn wieder hochfahren? Und wo ist dieser Eindringling? Soldat. Gehen Sie los und aktivieren Sie das Notfallsystem, dass alle Lichter wieder angehen. Alle anderen folgen mir. Sie, Soldat Nummer 42, werden hier bleiben. Okay. Ich schalte schon mal die PCs hier an. Falls sie überhaupt irgendeine Bedeutung haben. Zentralkontrollraum. Moment mal. Vielleicht kann ich hier mehr herausfinden. Über die Nachbarn. Okay, ich muss jetzt herausfinden, es muss doch an irgendeinen dieser PCs irgendwelche Informationen geben. Okay, dieser PC sieht gut aus. Was habe ich hier? Okay, Moment mal. Wenn ich hier den Code eingebe? Oh mein Gott! Was ist hier los?
Okay, Leute, das war's dann auch mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wenn es euch wie immer gefallen hat, dann macht's gut und ja, gebt einen Daumen nach oben, was ich hier gerade entdeckt habe. Das werde ich euch dann nächstes Mal zeigen. Auf jeden Fall, genau, macht's das dann gut und dann bis zum nächsten Mal.